Ja, grüß euch und grüß Gott, liebe Freunde. Bruno Gröning hat uns ja immer wieder gesagt, dass wir uns trennen sollen von allem Bösen, weil wir ja Kinder Gottes sind. Und was wollte Gott? Er wollte doch, dass wir frei und gesund und dass wir glücklich sind. Drum machen wir das auch in jeder Gruppenstunde, dass wir uns zuerst gleich am Anfang frei machen von allem Unguten. Alles, was vielleicht in eurem Körper noch spürt oder Situationen, die waren, wo ihr es gespürt habt, das tut euch nicht gut oder wo ihr es immer noch spürt, gehen wir das jetzt alles ab. Und lassen wir es auch wirklich los, weil wenn wir es nicht loslassen, dann kehrt es uns. Und wir wollen ja das Ungute nimmer haben. Und das machen wir jetzt bei einer schönen Musik. Bruno Gröning hat gesagt, er, der Mensch, muss sich Gott nähern. Er muss den Weg gehen, den Christus uns an- und aufgezeigt hat. Ja, Bruno Gröning hat ja gesagt, dass er nur helfen darf, wenn er auch wirklich die Erlaubnis gekriegt hat und den Auftrag von Gott dazu. Nur so kommt wirklich eine gottgewollte Heilung zusammen.
hat er gesagt. Und auch so hat er dann wieder die Energie dazu gekriegt. Und Bruno Gröning hat immer wieder betont, immer und immer wieder: Danken Sie nicht mir, danken Sie Gott, denn jede Heilung ist Heiligung. Und dazu muss sich aber auch jeder erst würdig erweisen. Ja, und es ist, man kann es oft nicht erwarten, dass was gut wird, aber es hilft nicht. Es ist nicht bei jedem gleich. Manche haben sofort die Heilung und bei anderen dauert es halt noch und dauert und dauert. Und da sind wir einfach gefragt, dass wir nicht aufgeben, dass wir glauben und vertrauen und dass wir wirklich immer wieder sagen, wenn ein Gedanke daherkommt, na, weg damit. Ich glaube und ich vertraue. Das ist am gut werden, das ist am richtigen Weg und ich glaube da ganz fest dran. Und sie gleich ablenken durch irgendwas, was einen einfach frei macht oder was einen frei gemacht hat, dass man sich einfach wunderschöne Bilder zuzieht oder ja, eine schöne Musik hört. Ganz egal, wie sie halt einfach jeder anders ablenken kann. Oder ich mache es halt, dass ich in die Natur rausgehe. Da komme ich am besten wieder auf richtig gute Gedanken und auch, dass ich dann mit Leichtigkeit wieder daheim ankomme. Und das Einzige, was Bruno Gröning immer wieder gesagt hat, was er wollte, ist, wenn wir Menschen, wenn wir was erlebt haben, Hilfen, Führungen oder Heilungen oder auch bei Tieren, bei Pflanzen, egal in der Natur, wann irgendwas gut worden ist, dass wir das auch aufschreiben, weil das so wichtig ist. Also ich am Anfang, wie ich zu Bruno Gröning gefunden habe, ich habe mich immer ganz viel festgehalten an diese Berichte oder wenn einfach Menschen mir was erzählt haben, was bei ihnen gut worden ist. Das hat mir am Anfang am meisten geholfen, dass ich auch wirklich dann auch Glauben hab können und Vertrauen hab können. Es gibt so viel wunderbare Sachen und es ist nichts zu klar. Es ist, das muss jetzt nicht, ich meine, die körperlichen Heilungen, das sind so groß, ja, und ja, heilig einfach. Aber es gibt ja, es wird dann ja auch so viel geholfen im täglichen Leben. Ja, egal um was man bittet. Um eine Mückenplage ist für, ja, weil irgendwelche Pflanzen alles hängen lassen, ganz egal. Und dann erfahren wir wieder, ganz frisch alles dasteht. Die Gelsen und Mücken verschwinden und dann nicht mehr stechen, ohne dass man irgendwas tut, nur indem man sie eingestellt hat. Oder man die wunderbaren Heilungen, Migräneheilungen oder egal was ist, Heilungen gibt es in jeder Weise. Alles kann heil werden an uns, an Menschen, an Tieren, an Pflanzen, an unserer ganzen Umgebung, auf der ganzen Erde. Wenn wir viel Licht zur Erde schicken und uns immer wieder einstellen, je mehr das dann, umso besser kann es werden, umso schneller kann es gesunden. Und ich möchte euch heute mein erstes Erlebnis, eine riesengroße Hilfe erzählen, die ich erlebt habe. Und ich bin sehr, sehr dankbar dafür. Thank you.
Ich möchte euch heute erzählen, was ich als allererstes erlebt habe, wo ich erst vielleicht 2 Monate vorher das erste Mal von Bruno Gröning gehört habe. Und zwar, mein Bruder, der hat gerade einen Führerschein gemacht gehabt, war noch ganz frisch. Und meine Mama hat gesagt, er darf mit ihrem Auto in die Arbeit fahren. Ja, und es war vor 6 in der Früh und er fährt los und dauert nicht lang, saust er über die Stieg auf. Ah, ich habe meinen Schlüssel vergessen, rennt in sein Zimmer, lauft wieder runter über die Stieg. Kommt raus, ist das Auto nicht mehr da. Dazu muss ich kurz erklären, wir wohnen in einem Dorf und die Zufahrt zu uns, da geht es ein bisschen bergauf und ja, unten ist eigentlich eine Straße, die dadurch, weil eine große Firma in der Nähe ist, in der Früh eigentlich sehr befahren wird. So, aber jetzt zum Auto. Wir haben das Auto nicht mehr gesehen. Das war einfach nicht mehr da. Und dann kurz nachher hat eine Nachbarin bei uns angerufen und hat gesagt, ja, unser Auto steht beim anderen Nachbarn, das ist von uns auf, so schräg auf der anderen Straßenseite, vor der Haustür. Das ist ein Haus, was nicht bewohnt ist, aber wir haben es einfach von uns aus, von unserem Standpunkt aus, das Auto nimmer sehen können. Und sie hat uns das dann erklärt, also das Auto ist verkehrt ganz langsam den Berg hinuntergerollt, ist dann über die Straßen drüber gerollt, die um die Zeit ja stark befahren ist, ist dann eine kleine Böschung runter und ist dann beim Nachbarn zwischen der Hausmauer und dann ist nur so ein Schiffsanhänger gestanden, dazwischendurch bis vor die Haustür gerollt. Ja, und es ist der Motor nur gelaufen, wie mein Bub hingekommen ist. Der hat nur ins Auto einspringen müssen und ist dann wieder weggefahren zur Arbeit. Und das war wirklich, meine Mama und ich, wir sind daheim gestanden, wir haben gesagt, da war ein Schutzengel dabei, weil das gibt's gar nicht, dass da nichts passiert ist. Es ist ja auch unten dann gleich, steht eine Kapelle neben der Straße, es ist nichts passiert, es ist das Auto, es ist kein Auto angekommen auf der stark befahrenen Straße und das Auto ist wirklich, wie wenn es von jemandem gelenkt worden war, ist es bis zum Nachbarhaus vor die Haustür gerollt, mit laufendem Motor. Und wir haben gesagt, das war entweder der Bruno oder das war mein Papa, der auch noch gar nicht so lang im Himmel war. Irgendwer hat das Auto gelenkt. Und wir haben uns ja immer eingestellt um den göttlichen Schutz für unsere Familien. Und ja, ich bin mir sicher, dass der Bruno war. Auf jeden Fall kann ich da nur Danke sagen, weil was da alles passieren hätte können. Ja, und das Auto war heil, nicht ein Kratzer und es ist nichts passiert, Gott sei Dank. Ja, einfach wunderbar. Aber dazu muss ich nur sagen, mein Bruder hat die Handbremsen schon angezogen gehabt, aber nicht richtig fest. Bei dem Auto muss man es gut anziehen, dass er hält. Und so ist das Auto in Zeitlupentempo ja, den Berg hinuntergerollt. Und so hat es auch unsere Nachbarin beschrieben. Ja, es ist einfach wunderbar, was man alles erleben darf. Und ich muss sagen, ich habe schon
auch schon sehr viel erleben dürfen. Wunderbare Sachen. Glaubt's und vertraut's einfach ganz fest dran, dass was, ganz egal was jetzt ist, dass das gut werden darf, dass das in die göttliche Ordnung kommt, dass die Hilfe da ist, die man braucht in gewissen Situationen einfach und dass wir bitten dürfen und es wird uns geholfen, wenn es vor Gott so richtig ist. Und jetzt stimmen wir uns wieder ein. Bittet jeder um eure Herzenswünsche. Nehmt alle mit, die sa dabei haben möchtet, wo's wisst, die brauchen Hilfe, der braucht Hilfe, die oder für irgendwelche Situationen. Lasst euch Zeit dabei, ganz viel Zeit und bittet mit euch an ganzem Herzen. Bruno Gröning hat ja gesagt, wenn wir ein gutes Leben haben möchten, dann ist wichtig, dass wir wirklich nur das Gute aufnehmen. Also gutes Denken, gutes Sprechen und ein gutes Tun. Ja, das gehört zu unserer Lebensaufgabe und da darf man Oli, jeder Einzelne dran arbeiten. Ich wünsche euch eine wunderbare, gesegnete, krafterfüllte Zeit. Bis zum nächsten Mal. Pfiat euch.